Yeah.
Stau und stockender Verkehr. Was hat er geschrieben? Auf der B55 Richtung Duisburg. Circa 30 Minuten Verspätung. Die fahren ja alle links vorbei. Das mache ich mal lieber nicht. Ich kenne die Stelle nämlich zu gut. Und zwar ist er vorne, wenn ihr unten rechts auf mein Navi guckt, da ist eine Auffahrt. Diese Autobahnauffahrt. Die ist das Problem. Die kriegen sich da nicht eingependelt. Gestern Abend war nochmal los. Da kam ich von der anderen Seite und da kam die zu, sozusagen auch auf dem Grünsteifen entgegen. Und zwar nicht jetzt rechts von mir, sondern jetzt links von mir. Hinter der Leitplanke kam die lang gefahren. Aber die kamen nur bis zur Autobahn, dann war Ende Gelände. Hier? Habt ihr das gesehen? Und dann ist er vorne reingeruckelt. Eieiei. Na, ich schreibe auch mal, dass ich aufnehme. Zack. Es kommt wenig entgegen, ne? Aber die fahren auch einfach vorbei. Na gut. Da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht viel zu sehen, deswegen mache ich jetzt wieder schneller. Ich hoffe, ich denke dran. Ich klatsche kurz mal die Hände.
Thank you.
So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier an der Kreuzung. Wir sind hier geradeaus drüber. Oh, da vor uns wird ein bisschen rockeln jetzt auf einmal. Es sind sehr viele Leute hier. Also wenn ich Tab drücke, 108, okay, vor uns waren es gerade 126, wo ich kurz mal Tab gehalten habe. Lassen den mal kurz hier vorbei und dann geben wir Gummi. Nee, mal lieber du nicht. Alter Verwalter. Ey, die ziehen rein, wollen die besten Plätze bekommen. Ey, du nicht, mal lieber. Du nicht, hallo. Dankeschön, ja, ich hab dich nicht vorbeigelassen. Ich hab Vorfahrt, mal lieber. So, wir fahren jetzt unter dieser Brücke durch und das ist die schöne Brücke, wo man immer schön denken kann, dass es auf der anderen Seite flüssig weitergeht. Weil wir hier den Verkehr, da wir abbiegen, da fahren wir geradeaus weiter. Oh, guck mal, den lassen wir noch hier. Den lassen wir mal rein, den gelben. Komm. Komm. Ja, komm. Ja, und schnell hinterherfahren. Nicht, dass ein anderer hier nachzieht. Zack. Ja, und wir kämpfen uns mal raus und sehen uns dann wahrscheinlich am Ende des Videos nochmal wieder. Oder auch nicht. Wir gucken mal. Ich mache jetzt wieder diesen Modus aus. So gefällt mir es ein wenig besser. Und sagt ciao, ciao. Erstmal. Aber ihr guckt natürlich noch bis zu Ende. Ja.
Thank you.
Thank you.
Ja, meine Freunde, bin ich wieder hier zur Endcard und ich muss sagen, es war sehr aufregend. Ich werde diese Strecke in Zukunft wahrscheinlich auch mal öfters fahren, um mir ein paar weitere Eindrücke zu holen. Ich habe sie heute nur mal gefahren, um euch zu zeigen. Meine Route ist eigentlich nicht über Duisburg gewesen, sondern über Rotterdam. Und da werden wir auch hinten wieder eine Auffahrt, bevor wir nach Bremen abgebogen sind zur Werkstatt. Wären wir dann auf die Autobahn wieder aufgefahren und hätten wir sozusagen die ganze Wegstrecke, die wir auf der Bundesstraße B55 zwischen Calais und Duisburg zurückgelegt haben, nicht mitverfolgen können. Gestern Abend bin ich da mit 78% Führerhausschaden und 100% Frachtschaden rausgekommen. Jetzt sind es nur 37,8%. Das ist doch mal eine Steigerung. Ich habe gedacht, puh, bist du mit 0% rausgekommen? Und dann nach den Stop and Go sind mir dann einige noch reingefahren. Was heißt einige? Ein Auto, was glaube ich, ist auf eine falsche Spur gekommen. Und einmal ein Lastwagen, der irgendwie nichts kann. Keine Ahnung. Jedenfalls war es das mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Euro Dashcam, hier beim südostmoralischen Fernsehen, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.